fragt der Pistenjörg. Das ist der ehrlichste Pistenbericht der Welt aus dem persönlichsten Skigebiet im Berner Oberland. Wir schauen mit dem Pistenchef, wie gut die Verhältnisse wirklich sind. In den letzten Tagen haben wir Schnee bekommen. Jetzt sind wir eigentlich am Stabilisieren. Die Situation ist eigentlich die, dass wir das Gebiet oder die Piste, die wir nicht offen sind, sind wir jetzt Vollgas noch beschneien, weil wir haben eine Kälteperiode in den nächsten Tagen. Und es sieht eigentlich so aus, dass wir möglichst viel Piste oder die restlichen Piste, die nicht offen sind, dass wir möglichst viel von denen auf das Wochenende können auftun. Wie ist der Schnee so zum Fahren? Aktuell Pulver sehr gut. Ein breites Lächeln auf dem Gesicht vom Pistenjörg. Ja, so gegenüber diesem vorderen Mal hat es zwar dann noch geschnitten, aber einen Tag darauf hat das die ganze Sache etwas anders ausgesehen von einer Woche. Jetzt hat er 2-3 Tage Schnee gehabt, gell? Ja. Bis ins Dorf fahre, haben wir Schnee bekommen. Oben drin, was er nicht verluftet hat, hat es vielleicht 50-60 cm gegeben und da liegt oben 10-15 cm drauf. Also jetzt kann man eigentlich so richtige Winterlandschaften sehen an der Lenke. Jetzt ist es richtig winterlich, die Temperatur stimmt, Tani sind verschneiten, jetzt ist winterlich, ja. Wir haben zwei Fragen heute, die sie gestellt wurden über das Internet. An Pistenjörg, die erste kommt aus Holland, vom Hahn Hilboling. Er ist seit 20 Jahren immer im Winter an der Lenk in den Ferien. Und er möchte gerne von dir wissen, was so eine Pistenbulli neu kostet. Das Pistenfahrzeug, das du sich zwischen, je nachdem, welcher PS-Klasse, das von 400 bis mittlerweile über 500 PS, tut sich das Pistenfahrzeug bewegen. Es kommt ein bisschen auf die Leistung drauf ab, aber es bewegt sich auch zwischen 400 bis 550.000 Franken. Je nachdem, ob noch ein Wind drauf ist, gibt es noch 100.000 gegen Obsig. Die zweite Frage, die kommt vom Sammy und er fragt, hat Kunstschneebeschneiung, also der technische Schnee, den ihr macht, nicht negative Auswirkungen auf die Matten unter dem Schnee? Nein, eigentlich nicht, weil wir machen ja nichts anderes, weil der technische Schnee, wie es eigentlich das Wort hier schon sieht, wir brauchen Luft, Wasser. Was wir sonst brauchen, ist Energie, aber sonst haben wir keinen chemischen Zusatz, den wir eigentlich hier aufs Land verteilen. Von dem her ist eigentlich nichts anderes als der Naturschnee. Und wenn es ein Problem gäbe, hätten wir sicher mit den Landeigentümern schon länger ein Problem. Zum Schluss möchte ich noch vom Radio 32 Ueli noch ganz herzlichen Gruß schicken. Danke Jörg, das war es von «Frag der Pistenjörg», dem ehrlichsten Pistenbericht der Welt. Wenn ihr eine Frage habt an Pistenjörg, dann geht auf die Webseite lenk-simmental.ch, der zum Punkt Pistenjörg, das Formular, wo ihr eure Frage könnt einschicken könnt. Und jetzt ab in Schnee, auf die Ski oder einfach zu Fuß, natürlich im Simmental.